Die Krankenkassenprämie, das ist ja langsam skandalös. Es kann ja nicht sein, dass eine vierköpfige Familie 25% von ihrem Einkommen an Krankenkassenprämie zahlt. Ich habe darum in der letzten Session einen Vorstoß eingereicht, der vor allem im einfachen Mittelstand gut kommt. Die Leute müssen entlastet werden, sonst kommt die Zeit, wo die Leute an der Krankenkassenprämie kaputt gehen. Das kann nicht so weitergehen.